Guten Abend, verehrte Zuschauer. Willkommen in München, willkommen im Olympiastadion. Dass wir Ihnen hier aus luftiger Höhe in diesem Augenblick zeigen, von einer Kamera, die wir oben auf dem Olympiaturm postiert haben. Ich muss sagen, es ist ein irgendwie sehr glücklicher und sehr schöner Moment, den wir hier erleben dürfen. Die Premiere dieses Stadions, die Premiere für die 80.000, die hierher gekommen sind, die Premiere für Sie zu Hause, die Sie zuschauen, die Premiere für die Aktiven, die hier Fußball spielen werden, die Premiere auch, oder doch wenigstens eine Generalprobe für die Organisatoren und eine Generalpremiere, wenn ich es so sagen darf, auch für uns, für die Kollegen von der Technik und für die vielen Reporter, die hier oben in luftiger Höhe direkt unter dem Zeltdach in den Glaskanzeln sitzen und die dieses Spiel kommentieren und übertragen in 19 Länder der Erde bis hinüber nach Afrika. Das Wetter ist leider nicht mehr so schön wie in den vergangenen Tagen. Ein ziemlich heftiger Wind bläst über das Stadion. Aber es ist trocken geblieben, nachdem es doch heute Nachmittag ein bisschen geregnet hat. Und ich darf Ihnen vielleicht jetzt doch noch einige Informationen über dieses Stadion geben, zu dem der Grundstein am 14. Juli 1969 gelegt worden ist. Ein paar Wochen vorher hat man freilich schon angefangen zu bauen. Und dass heute am 26. Mai 1972 mit wenigen Ausnahmen die Kunststoffbahn ist noch nicht endgültig beschichtet, wirklich fertig und olympiareif ist. 79.922 Menschen sind hier. 79.922 Menschen, von denen 46.000 oder fast 47.000 sitzen können. 33.000 Stehplätze sind hier im Stadion. Und der Jubel der 80.000, den Sie immer wieder aufklingen hören, gilt der Bekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft, die hier das Eröffnungsspiel dieses Stadions bestreitet. Natürlich bekommen die Bayern-Spieler hier vor eigenem Publikum besonders viel Applaus. Kein Wunder, sie stellen mit 6 Spielern das Gerippe der Nationalmannschaft. Erwin Kremers, also der einzige Neuling in der Mannschaft, die Sie hier noch einmal samt Reservisten im Bild haben. Sie ist auf 2 Positionen, nämlich auf den beiden Flügeln, gegenüber dem Spiel von Wembley verändert. Ja, das sollte man eigentlich nicht tun. Flohe ist hier nicht sehr beliebt. Ich verstehe das eigentlich nicht so recht, dass man ihn gleich zu Beginn auspfeift. Hier haben Sie einen Blick auf die Arbeitsplätze der Journalisten. Etwa 900 sind heute hier. Während der Olympischen Spiele ist Platz für 2000 Reporter der Zeitungen, des Rundfunks und des Fernsehens in diesem Stadion. Und hier oben haben Sie die Glaskanzeln der Stadionregie und die 20 Kanzeln, in denen die Reporter von Hörfunk und Fernsehen sitzen. Das Flutlicht ist eingeschaltet, ein sehr helles, ein sehr angenehmes Licht. Die Tests der Spieler beim Training haben ergeben, es blendet nicht. Es gab da einiges hin und her, aber ich habe mich selber überzeugt. Ich habe mich selber vor allen Dingen mit den Torhütern unterhalten und sie haben gesagt, dieses Licht ist wirklich ganz hervorragend. Ein Licht übrigens, das insgesamt 2000 Lux hergibt, und damit Sie sich vielleicht einen kleinen Eindruck davon machen können, was das bedeutet, das wären 245.060 Watt Birnen. Aber Sie müssten dann natürlich auch einen entsprechend großen Raum haben, um diese Birnen alle aufhängen zu können. Da haben Sie Herrn Biversi, der heute Linienrichter ist, neben ihm Schiedsrichter Armando Marquez aus Brasilien. Der zweite Linienrichter ist übrigens Franz Wengenmeier.
Tja, schon jetzt, während die Mannschaften und so weit sitzen wir vom Spielfeldrand entfernt, fast 150 Meter ist unser Blickfeld weit. Schon jetzt macht sich hier etwas von der Atmosphäre, von der Stimmung breit, die wir uns so sehr für Olympia wünschen. Begeisterung für den Sport, Begeisterung für ein großes Ereignis, das jetzt hier seinen Anfang nimmt. Rechts im Bild die deutsche Nationalelf, die Spieler noch in der Trainingsjacke. Links die Sowjets in weißen Hosen und roten Jerseys, wenn sie es nicht in Farbe sehen, also in den dunklen Jerseys. Das ist Bayerns Ministerpräsident Alfons Goppel, den ich erkenne. Der sowjetische Mannschaftskapitän Churzilava begleitet ihn, stellt seine Mannschaftskollegen vor. Und dieses Bild, das Sie eben gesehen haben, und jetzt sehen Sie auch die tragbare Kamera, die da mit herummarschiert, kommt eben von dieser tragbaren Kamera. Les Daume. Der Generalsekretär Herbert Kunze. Und bei dieser Gelegenheit werden den Spielern übrigens kleine, etwa Markstück große Münzen zur Erinnerung an diesen Tag übergeben. Münzen, die die Symbole der 21 olympischen Sportarten tragen und die man dann sicherlich auch in den Banken und ähnlichen Geldinstituten kaufen können. Ja, da haben sie die offiziellen Olympiamedaillen, die hier zur Erinnerung übergeben werden, den Mannschaftskapitänen jetzt eben unten, den Spielern, den anderen nachher in der Kabine. Heute natürlich mit dem Fußballsymbol. Hoeneß und Breitner. Und wieder die Bilder von unserer tragbaren Kamera. Wir sind sehr glücklich, dass das funktioniert, denn das ist schon immer ein gewisses technisches Experiment. Zum ersten Mal also sind die Nationalhymnen zweier Nationen hier gespielt worden. Zum ersten Mal haben 80.000 Zuschauer in diesem Stadion miterlebt, was sie in ein paar Monaten während der Olympischen Spiele sicherlich häufiger miterleben werden. Ich wünsche jedenfalls jedem, dass er dieses Stadion hier einmal kennenlernt aus der Nähe, dass er diese Atmosphäre spürt,
dieser technisch großartigen Konstruktion. Und was Sie jetzt gerade hören, übrigens, ist eine Kapelle der Bundeswehr, die leicht verhottet die Olympia-Fanfare intoniert hat und jetzt einfach für ein bisschen Stimmung sorgt. Und ich weiß nicht, ob das klappt, was wir an sich vorhatten, nämlich ein Interview jetzt noch vor dem Spiel zu machen mit den Vätern Olympias, wenn Sie so wollen, mit OB Vogel und mit Willi Daume. Vielleicht kann mir unsere Regie einmal mitteilen, ob da irgendetwas möglich ist oder... Ja, ich höre also gerade, es geht nicht mehr, die Zeit ist zu knapp geworden. Ja, dieses Stadion, das wirklich einen großartigen Eindruck hinterlässt, man kann natürlich darüber streiten, aber es ist schon ein technisches Wunder. Und ich muss sagen, dass gerade die Gäste aus der Sowjetunion sehr, sehr angetan waren, dass sie das Stadion und alle anderen Anlagen wirklich hoch gelobt haben. Ja, jetzt höre ich, dass wir doch noch einen Moment Zeit haben. Hallo, Günter Wölbert. Ja, Willi Daume, Sie sind der Vorsitzende des Organisationskomitees. Sie und der Münchner Oberbürgermeister Jochen Vogel oder Hans-Jochen Vogel haben die Spiele nach München geholt. Ich nehme an, ein großer Tag für Sie. Ich denke, Sie sind rundum zufrieden und glücklich. Oder gibt es auch heute noch Verdruss und Ärger? Nein, es gibt keine. Ein schöner und ein ermutigender Tag. Herr Daume, ist es nicht ein, ich meine in den Augen der olympischen Halbgötter, vielleicht ein Schönheitsfehler oder gar ein Vergehen, dass dieses Olympiastadion von Profis eingeweiht wird? Nein, im Gegenteil. Wir verehren gerade in diesen beiden Mannschaften große Sportler, die für uns genauso Sportler sind wie die Olympischen. Herr Vogel, ist München noch dieselbe Stadt? Hat München nicht eine andere Qualität jetzt, wo es Olympiastadt geworden ist? Ich glaube, München hat seine Persönlichkeit gewahrt und die Kontinuität dieser Stadt ist nicht abgerissen. Gut, es ist Schönes dazugekommen, aber es ist die gleiche Stadt. Wir müssen aufhören, denn der Anstoß ist bereits erfolgt und jetzt rollt der Fußball und da interessiert man sich natürlich nur noch ganz richtig. Ja, und dieses Fußballspiel, meine Damen und Herren, ist mittlerweile 15 Sekunden alt. Sie haben noch nichts versäumt. Die deutsche Nationalmannschaft von rechts nach links in den traditionellen Jerseys. Die Sowjets also in den dunklen Jerseys von links nach rechts während der ersten 45 Minuten. Und dass dieses Spiel natürlich auch eine sportliche Aufwertung erfahren hat, das ist eine gute Sache für uns alle, denn wir können erwarten, zusammen mit Helmut Schön, der diese Erwartung geäußert hat, dass es ein großes, dass es ein gutes Länderspiel wird. Sie wissen, dass durch den Verlauf der Europameisterschaft beide Mannschaften demnächst in Brüssel aufeinandertreffen können. Wenn es schlecht geht für beide im Spiel um den dritten Platz, wenn es gut geht, was wir hoffen, im Spiel um den Titel. Mit der Nummer 15 haben Sie eben im Bild gehabt, Abramow von Spartak Moskau in seinem zweiten Länderspiel. Und hier Netzer. Günter Netzer, der in letzter Zeit zu Recht so hervorragende Kritiken bekommen hat beim ersten Freistoß. Möglicherweise haben Sie am Mittwochabend die Übertragung vom Europapokalfinale der Pokalsieger gesehen, Glasgow Rangers gegen Dynamo Moskau. Dann haben Sie gesehen, dass in der Sowjetunion guter, schneller Fußball gespielt wird, dass nichts vom schablonenhaften Spiel oder nicht sehr viel jedenfalls übrig geblieben ist, dass die sowjetischen Spieler eine glänzende Kondition haben und dass sie wirklich Fußball spielen können. Sie sind schwache Starter, auch das ist bekannt in all ihren internationalen Begegnungen. Sie brauchen eine gewisse Anlaufzeit, aber dann sind sie ein schwerer, ein ernstzunehmender Gegner. Schiedsrichter Armando Marquez und Sepp Maier, der Torhüter, der heute zum 39. Mal das Tor der deutschen Nationalmannschaft hütet und damit Tilkowski eingeholt hat und vermutlich wohl auch überholen wird.
Der Rasen des Olympiastadions, hochgelobt von allen Spielern, wirklich ein Teppich. Beim Einwurf haben Sie Höttges. Ein Teppich mit sehr breitem Rasen, wenn Sie so wollen. Ein Rasen, der etwas stumpf macht. Und deswegen hat man heute einen Ball mit einer besonderen Kunststoffbeschichtung gewählt, um das Spiel schnell zu machen. Hoeneß. Die erste Chance für die deutsche Mannschaft. Und ich freue mich, dass das als kritisch bekannte Münchner Publikum von Beginn an so mitgeht. Gespielt sind jetzt knapp 4 Minuten. Das ist Rudakov, der Torwart der Sowjetunion von Dynamo Kiew. 21 Mal stand er in der Nationalmannschaft, der 1,95 Meter große Yashin-Nachfolger. So nennt man ihn mittlerweile in der Sowjetunion. Erwin Kremers zum ersten Mal in Aktion im gegnerischen Strafraum. Der junge Schalker, den der Bandstrahl des DFB nicht getroffen hat. Und ich bin gespannt, wie er sich hier zurechtfindet gegen eine berühmt stabile Abwehr. Die Sowjets haben die letzten 19 ihrer Länderspiele ohne Niederlage überstanden. Günter Netzer, der immer noch über eine schmerzhafte Verletzung an der Zehe klagt. Und wieder Erwin Kremers. Ja, und er bringt ganz schön Gefahr in die sowjetische Deckung. Konkov mit der Nummer 10, er soll das Spiel gewissermaßen aus dem hinteren Mittelfeld aufbauen. Das ist Troschin mit der Nummer 7 gewesen aus Kiew in seinem 4. Länderspiel. Beckenbauer und Rudakov mit guter Reaktion. Schwarzenbeck und Breitner, Beckenbauer mit der Nummer 12, Kopejkin von CSK Moskau. Günter Netzer bis jetzt mit viel Spielraum. Ein Kuss. Weit vorn, was Sie im Moment nicht sehen können, als Spitze lauert Baniszewski, von Schwarzenbeck gedeckt. Da ist er, aber Beckenbauer ist schneller am Ball. Ich muss sagen, die deutsche Mannschaft startet schnell und druckvoll, das ist erfreulich. Man will wirklich den 80.000 hier und auch Ihnen zu Hause ein gutes Spiel bieten und nicht mit verdeckten Karten spielen, jedenfalls nicht auf Seiten der deutschen Mannschaft, wie das von vielen befürchtet worden war, eben im Hinblick auf die Europameisterschaft.
Kronkow. Abseits gepfiffen von Schiedsrichter Marquez. Diese Begegnung übrigens ist erst das fünfte Länderspiel, das in München ausgetragen wird. Stellungsspieler. Das ist Troschkin aus Kiew mit der Nummer 7, die 10 Konkow und drüben das war Kolotow mit der 6. Damit haben sie die Mittelfeldachse der Sowjets, die ergänzt werden soll, gelegentlich durch den mit nach vorne gehenden Abramow mit der Nummer 15. Die Fotografen sehen Sie da hinter dem Tor von Sepp Maier im Graben. Das wird übrigens auch bei den Olympischen Spielen so sein. Erster Eckball für die Sowjetunion. Ein bisschen Glück für die sowjetische Abwehr, die weit aufgerückt war. Aber so kann man eine Abwehr eben ausspielen mit diesen langen, überraschenden Pässen, die dann Gefahr bringen. Weidner. So hat er schon mal ein Tor geschossen. Ja, was dieser junge Bayern-Spieler in kurzer Zeit gelernt hat, ist wirklich erstaunlich. Er kann einer der ganz Großen werden im deutschen Fußball. Sehr hart genommen von Troschkin aus Kiew, Günter Netzer, zum zweiten Mal schon. Und der Sünder muss sich da noch einige Ermahnungen des Schiedsrichters anhören. Der Freistoß wird wiederholt. Beim Einwurf für Troschkin. Konkow. Thank you.
Günter Netzer und Beckenbauer, zwei Spieler, die sich wirklich großartig ergänzen. Und Eckball für die deutsche Mannschaft. Das war ein bisschen unglücklich, was dem Uli Hoeneß da passiert ist, dessen steile Karriere ja ähnlich erstaunlich ist wie die seines Mannschaftskameraden Breitner. Es läuft doch schon recht schön bei der deutschen Mannschaft. Die Sowjets versuchen sichtlich jetzt erst einmal Ordnung in ihr Spiel zu bringen. Ein bisschen Ruhe, nicht zu viel zu riskieren. Baniszewski und Schwarzenbeck. Das ist eine Möglichkeit zum Kontern. Fünf Deutsche gegen vier Sowjets, aber es dauert doch ein bisschen zu lange. Und Joshua Willi stand richtig, um diesen Pass abzufangen. Wimmer, Heinkes. Wieder Erwin Kremers, der bis jetzt nicht sehr eng gedeckt wird und ziemlich kaltschnäuzig zeigt, dass er Fußball spielen kann heute in seinem ersten Länderspiel. Schwarzenbeck hat viel Raum im Moment. Baniszewski.
Die Taktik der Sowjets scheint jetzt, nachdem knapp 20 Minuten gespielt sind, ziemlich klar. Erst einmal ein bisschen abwarten, den ersten deutschen Sturmlauf abfangen, um dann später nicht zuletzt auch die eigene hervorragende Kondition ausspielen zu können. Denn im Allgemeinen haben sie jetzt nur Baniszewski und Kopejkin vorne in der Sturmspitze. Und das Mittelfeld rückt doch nur langsam nach. Zweiter Eckball für die deutsche Mannschaft nach dieser schönen Aktion, die von Uli Hoeneß abgeschlossen wurde. Gerd Müller, wenn ihm heute ein Tor gelingt, dann hat er den Rekord als Torschütze in der Nationalmannschaft, den er zusammen mit Uwe Seeler hält, endgültig übertroffen. Und man sollte es ihm vor eigenem Publikum wünschen. Erwin Kremers läuft sich viel frei, bietet sich häufig an und wird dementsprechend oft angespielt. Sehr sicher bisher Schiedsrichter Marquez. Auch in der Sowjetunion hat sich die Qualität der Netzer Freistöße herumgesprochen. Zu eng. Höttges. Müller und Hoeneß lauern in der Mitte. Spielübersicht von Günter Netzer. Schön seine Pässe, schön das Zusammenspiel, auch mit Beckenbauer. Und hier der dritte Eckstoß für die deutsche Mannschaft. Zweiter Eckball für die Sowjetunion. Konkov hat ihn erreicht. Da haben sie ihn.
Nein, da ist mittlerweile Kosienkiewicz hinausgelaufen. Der Mann mit der Nummer 11. Schwarzenbeck. Konkow. Waniszewski. Erwin Kremer ist fast am eigenen Strafraum, holt sich die Bälle und sieht Günter Netzer, über den das Spiel der deutschen Mannschaft läuft. Schade. Ein Meter weiter nach innen gezogen, dann hätte Kremers diesen Pass ganz sicher erlaufen. Das war Joshua Willi beim Einwurf, der Mann mit der Nummer 2, Außenverteidiger der Sowjetunion. Beckenbauer. Wimmer, Heinkes. Sie wissen, wenn Sie sich für Fußball interessieren, Grabowski ist verletzt, der etatmäßige Flügelstürmer der deutschen Nationalmannschaft. Und Siegeheld von den Offenbacher Kickers soll natürlich und verständlicherweise seinem Verein zur Verfügung stellen. Deswegen also heute die Umbesetzung, die Hereinnahme von Erwin Kremers und die Postierung von Heinkes auf dem rechten Flügel. Da haben wir Kremers. Müller. Hönes. Und schließlich Konkow, der wieder für Ordnung in seinem Spiel sorgt. Troschkin, Baniszewski, nein, nicht Baniszewski, der normalerweise dort stehen müsste, sondern Kopejkin. Ein schneller Mann, den man sicherlich nicht aus den Augen lassen darf. Zeigt wirklich allerhand aus seinem Repertoire, der Erwin Kremers in seinem ersten Länderspiel. Ja, das war ein bisschen sehr heftig. Versöhnliche Geste von Kurzilava, dem Mannschaftskapitän. Torentfernung etwa 223 Meter. Ich würde sagen, eine Netzerentfernung. Na bitte. Konkow. Ja, und Schiedsrichter Marquez deutet längst an, Freistoß, denn Sepp Maier war da ziemlich hart angegangen worden. Breitner, Netzer. Ja, auch das kann einem Klassenspieler mal passieren. Kopejkin mit der 12. Da kommt Kosienkiewicz und Meier.
sehr langsam, sehr bedächtig das Spiel der Sowjets aus der Abwehr heraus und dann auch im Mittelfeld. Der Netzer der Sowjets, würde ich sagen, auch er trägt die Nummer 10, Konkov, zurzeit in seinem 10. Länderspiel. Da haben sie ihn am Ball. Er zieht das Spiel auf, er verzögert es geschickt, wenn es sein muss. Und wie Sie gesehen haben, er flankt gefährlich. Dritter Eckball, 3 hat auch die deutsche Mannschaft erzielt für die Sowjetunion. Kosinkiewicz. Und auch Sepp Maier kann man ein reif gewordenes Stellungsspiel bescheinigen. Breitner, Franz Beckenbauer, sein 60. Länderspiel, das er heute bestreitet. Wimmer. Primas, Hönes. Wimmer. Und Jupp Heynckes. Netzer, obwohl er scharf gedeckt wird, immer wieder anspielbar. Wimmer, ein großes Arbeitspensum leistet. Und Erwin Kremers. Ja, Hönes und Müller. Und hier hatte Rodakov einiges Glück. Ich habe auch erst jetzt gesehen, dass da ein Pfiff von Schiedsrichter Marquez dazwischen war. Vermutlich, weil Müller doch mit dem gestreckten Bein zu hart gegen den sowjetischen Torwart vorgegangen war. Netzer und Müller. Oh. Heynckes. Und Eckball Nummer 4 für die deutsche Mannschaft, die den Sowjets während der letzten Minuten doch einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. Beckenbauer, der mit nach vorne kommt. Aber alle sowjetischen Spieler jetzt in der eigenen Hälfte, nicht einmal mehr Banischewski steht jenseits der Mittellinie. Pech für Breitner. Schwarzenbeck. Ja, er kann mit nach vorne gehen, denn auch Banischewski verstärkt jetzt die eigene Abwehr. Höttges. Und bisher sehr kopfballstark die Abwehr der Sowjets. Kopejkin. Was soll er machen? Er ist allein. Troschkin, noch einmal. Ja, das war beinahe zu erwarten, dass dieser lange, erfolgversprechende Spurt von Günter Netzer so enden musste. Und das Pfeifkonzert der Zuschauer ist diesmal wirklich verständlich und berechtigt. ...34 Minuten sind gespielt im Olympiastadion im Eröffnungsspiel zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. Für diejenigen vielleicht, die sich erst jetzt einschalten, die Sowjetunion im Angriff, also in den dunklen Jerseys spielend, Spielstand 0:0. Banischewski. Er bestreitet heute sein 50. Länderspiel für die Sowjetunion und ist immer noch ein gefährlicher Torjäger. Hönes.
Und im letzten Moment Rudakov, der Torhüter der sowjetischen Mannschaft. Da haben sie wieder Konkov am Ball, den Mittelfeldstrategen der Sowjets. Ein Mann, der ein großes Arbeitspensum leistet und der jetzt das Spiel verzögern muss, warten muss, bis seine Mitspieler wieder mit nach vorne kommen, aufgerückt sind. Kopejkin, diesmal auf dem linken Flügel. Und vierter Eckball für die Sowjetunion. Auch in diesem Punkt, wie im Torverhältnis mit 0:0, hier mit 4:4 ausgeglichen. Kosjenkiewicz aus Lwów im Süden der Sowjetunion. Schwarzenbeck. Aber da ist im Moment niemand, der diesen weiten Abwehrschlag annehmen kann. Baniszewski. Geschickt nach außen gedrängt von Schwarzenbeck. Ja, und das ist nett, dass er den kostbaren olympischen Rasen, den er da eben ein bisschen zerpflügt hat, wieder in Ordnung bringen will. Nummer 5 für die deutsche Mannschaft. Höttges, der da wieder mit nach vorne kommt. Und Eckball Nummer 6. Jupp Heynckes. Sie sehen jetzt recht gut, dass die deutsche Mannschaft im Augenblick mit dem Wind im Rücken spielt. Bis jetzt glücklicherweise merkt man noch nichts von Günter Netzers Handicap, der Verletzung an der Zehe. Er hat mir vor dem Spiel erzählt, dass es doch eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit sei. Aber wenn es ihm wehtut, dann muss ich sagen, er beißt die Zähne zusammen und spielt hier bisher eine große Partie. Wimmer steht dabei. Und das wäre fast wieder ein sogenanntes typisches Müller-Tor geworden, wenn ihm der Ball nicht so weit vom Fuß prallt. Ich glaube, dass die 80.000 hier im Stadion bisher recht zufrieden sein können. Sie sehen ein gutes Spiel der deutschen Mannschaft, ein bisschen zu vorsichtig vielleicht noch die Operationen der Gäste aus der UdSSR.
Demers von Schalke 04. Franz Beckenbauer. Hoeneß. Noch einmal Beckenbauer. Ja, sehr dicht gestaffelt die Abwehr der Sowjets jetzt. Schwer aufzureißen. Sicherlich nur mit schnellem und direktem Spiel. Die siebte Ecke für die deutsche Mannschaft. Herbert Wimmer und Kolotow, der Sowjetrusse mit der Nummer 6. Ja, keine Gefahr, da ist überhaupt niemand. Die Sowjets wirklich mit allem, was Beine hat, jetzt in der eigenen Hälfte. Eckball Nummer 8. Nein, doch nicht. Wundert mich ein bisschen, aber Schiedsrichter Marquez entscheidet auf Torabstoß. Georgiavili aus Tiflis, Konkov, Kopejkin, Kolotow, Kosinkiewicz. Es sind übrigens 7 Spieler aus der Mannschaft, die sich in der Europameisterschaft gegen Jugoslawien zuletzt mit 13:0 durchgesetzt hat, hier dabei. Immer wieder Günter Netzer. Ein Schritt zu kurz, Höttges. Der Bremer bestreitet heute sein 52. Spiel für die deutsche Nationalelf. Und er ist wirklich wieder zu einem guten und zuverlässigen Verteidiger geworden. Freistoß für die Sowjets. Georgiavili steht dabei. Aber diese Abwehr war nötig nach dieser überraschenden Flanke von Khursilava, dem Mannschaftskapitän der Sowjets, der endlich auch einmal mit nach vorne gekommen war. Kopejkin, 5. Eckball für die Sowjetunion. Und der 6. gleich hinterher. Aus dieser Perspektive sieht das Stadion oder wirkt das geradezu steil, aber ich muss sagen, dieses Stadion ist doch eher relativ flach angelegt. ...44 Minuten sind gespielt und es steht immer noch 0:0. Kopejki. Troschkin. Und
mit Uli Hoeneß. Das braucht er, Platz, um dann losziehen zu können. Er schimpft ein bisschen, weil niemand so schnell mitgekommen war. Aber immerhin, achter Eckball. Jetzt wirklich der achte Eckball für die deutsche Mannschaft. Höttges, überraschender Fernschuss. Und da ist der Halbzeitpfiff, meine Damen und Herren. 0:0 steht es also nach den ersten 45 Minuten im Eröffnungsspiel des Olympiastadions in München. Hallo Günter Wölbert, bitte melden. Ja, ich habe hier Ernst Lehner bei mir, einen der besten Rechtsaußen, den der deutsche Fußball je hatte. Und Udo Lattek, den Trainer von Bayern München. 6 Spieler von ihm sind auf dem Feld. Udo Lattek, sind Sie mit denen zufrieden? Was sagen Sie überhaupt zur Qualität des Spiels? Ich bin mit meinen Spielern zufrieden und auch mit dem Spiel selbst. Es ist sicherlich ein gutes Länderspiel, ohne dass allerdings der zündende Funke da ist. Man merkt doch, dass es nur ein Freundschaftsspiel ist. Herr Trainer, welche Note geben Sie der ersten Halbzeit? Also ich bin allerdings mit dem Spiel sehr zufrieden. Es ist nur der Abschluss des Spieles fehlt, wollen wir mal sagen. Das Tor. Ja, es wird auch meines Erachtens etwas zu wenig geschossen. Und ich muss sagen, beide Außenstürmer spielen ein sehr gutes Spiel. Vor allem hat mir am Anfang der Krämer gefallen, weil er sehr schnell ist, kurz und schnell ein Antritt. Aber wie gesagt, der Pfeffer fehlt normal. Ne? Udo Lattek, manchmal hat man den Eindruck, dass Günter Netzer ab und zu heimlich nach München kommt und bei den Bayern trainiert, denn so gut klappt es mit der Mannschaft. Ne? Ja, sicher. Sie verstehen sich menschlich gut. Und so einen Mann wie Günter Netzer brauchten wir bei uns im Mittelfeld. Und Günter Netzer spielt gerne mit unseren Spielern zusammen, weil man mit Gerd Müller gut spielen kann, mit Uli Hoeneß, mit Franz Beckenbauer. Das wäre eine Ideallösung, die man anstrebt, aber sicherlich nie erreichen kann. Ja, und während die Mannschaften ein bisschen länger als gewöhnlich Pause machen, darf ich Ihnen, meine Damen und Herren, und die Bundeswehrkapelle hier musiziert, noch eine ganz interessante Nebenbei-Information, ich halte sie jedenfalls für interessant, zu diesem Stadion geben. Der ursprüngliche Gedanke, dieses Stadion aus der Erde herauszubauen, also nicht einfach auf ein Feld draufzusetzen, aufzustocken, sondern wirklich auszugraben und dann Erdwälle aufzuschütten, auf die man dann die Tribünen gebaut hat, dieser ursprüngliche Gedanke kommt aus der Sowjetunion, wo man sehr viele solcher sogenannter Erdstadien hat. Und ich glaube, dass das ein ganz interessanter Bezug ist, auch zum heutigen Eröffnungsspiel. Die Techniker, die Ingenieure, die Planer haben mir das jedenfalls gesagt, dass man tatsächlich aus Unterlagen und Fachzeitungen der Sowjetunion zum ersten Mal die Anregung bekommen hat, das Stadion eben auf diese Art und Weise zu bauen. Hier haben Sie einen Blick unter das Zeltdach, das viel umstrittene und viel geschmähte. Und während Sie diesen Blick eben noch tun konnten, tauchen die Mannschaften wieder auf. Da haben Sie Erwin Kremers, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Wimmer, Breitner, Uli Hoeneß. Das heißt also bis jetzt unveränderte Besetzung. Das heißt, ich sehe Günter Netzer nicht. Doch, da kommt er. Es wäre wirklich schade, sollte seine Verletzung ihm doch so weit zu schaffen machen, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Denn er ist zurzeit in einer so bestechenden Form und er ist ein so großartiger Fußballspieler, dass ihm doch gerade dieses Spiel hier an diesem Tag zu gönnen wäre. Bornhoff sehe ich da eben mit der Nummer 13. Der junge Verteidiger wird also ins Spiel kommen, wird hineingebracht von Helmut Schön. Und das würde bedeuten, dass Horst-Dieter Höttges aus der Mannschaft genommen worden ist. Vereinbart wurde übrigens hier, dass man Torwart und drei Feldspieler austauschen darf in diesem Freundschaftsspiel. Ja, Bornhoff also für Höttges jetzt in der zweiten Halbzeit im Spiel.
Und ich bekomme eben, schönen Dank dafür, die Information, Höttges hat eine Leistenzerrung, muss also wegen dieser Verletzung ausscheiden. Für ihn jetzt Bonhoff auf dem Feld. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten dieses Länderspiels. 0:0 steht es. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die Sowjets jetzt ihre zum Teil doch strenge Defensive ein bisschen lockern, das Spiel ihrerseits ein bisschen schneller machen und dadurch interessanter und vielleicht auch mit Toren würzen. Beckenbauer, Wimmer, Missverständnis mit Schwarzenbeck, noch einmal Wimmer. Und Müller hart gedeckt, genau gedeckt, bisher kaum eine Gelegenheit zu einem seiner gefürchteten Torschüsse. Waniszewski. Und Kopejkin. Istomin. Und Kopejkin, der mir von den sowjetischen Stürmern noch am besten gefällt. Er ist schnell und trickreich. Und riskiert auch einmal etwas. Sepp Maier bisher kaum beschäftigt. Hatte kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Schön von Uli Hoeneß. Ja, und das ist eine etwas unglückliche Einrichtung. Der Graben ist den Fotografen sicherlich eher noch zu weit weg vom Spielfeldrand, von der verlängerten Torauslinie. Es sind sicherlich nicht mehr als 2,5-3 Meter. Und Uli Hoeneß hat sich bei diesem Sturz sichtlich wehgetan. Wahrscheinlich ist er doch mit dem Schienbein ein bisschen auf die Kante geschlagen oder gerutscht. Und das ist schmerzhaft. Aber er ist wieder ins Feld gelaufen, kann also weitermachen. Abramov von Spartak Moskau kommt nur selten mit nach vorne und immer wieder Anspielpunkt Konkov. Ja, und die sowjetischen Stürmer haben offenbar sehr viel Respekt vor Franz Beckenbauer, der solche Kabinettstückchen durchaus machen kann. Wimmer. Schiedsrichter Marquez nimmt es sehr genau. Er will keinerlei Missstimmung in diesem Spiel aufkommen lassen. Müller, jetzt aber, und Tor! Na, und war das ein typisches Müller-Tor? Man kann nur sagen, ja. Gerd Müller, 1:0 für Deutschland. In der 49. Spielminute vor heimischem Publikum, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ist ihm dieser Erfolg besonders zu gönnen. Und jetzt ist er auch Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt hoffe ich doch sehr, dass auch die Sowjetunion ein bisschen offensiver wird, mehr tut. Dass dieses Führungstor der deutschen Mannschaft, das zur rechten Zeit gekommen ist, sie aus ihrer manchmal etwas destruktiven Defensive herauslockt. Kursilava mit der 3, der Mannschaftskapitän. Und Konkov
Das war nun wirklich ein fürchterliches Missverständnis. Aber korrekt die Entscheidung des Schiedsrichters. Erst muss ja ein Spieler der Sowjetunion den Ball berühren, ehe er dann von der deutschen Mannschaft wieder gespielt werden darf. Kursilava, der da geschossen hat. Troschkin. Ja, und jetzt kommen sie auch ein bisschen mit ihren Abwehrspielern nach vorne. Es scheint also in dieser Beziehung das Spiel einfach ein bisschen offener und lebhafter zu werden. Wimmer. Schön gemacht. Und Müller. Und das 2:0. Ja, man darf ihn wirklich nicht eine Zehntelsekunde aus den Augen lassen. Und das war ein noch typischeres Müller-Tor als das 1:0 vor kurzer Zeit. 2:0 also für die deutsche Mannschaft. Gespielt sind ziemlich exakt 51 Minuten. Bonhoff, Beckenbauer. Ja, und jetzt ist Stimmung hier im Stadion. Das ist verständlich. Denn genau das ist es, was dem Spiel bisher gefehlt hat. Tore. Wimmer. Kremers. Ishtomin und Rodakov. Der bestimmt nicht sehr glücklich ist, der sowjetische Torhüter. Kein Foul, weiterspielen deutet Schiedsrichter Marquez an. Beckenbauer. Müller, Netzer. Schwarzenbeck. Bisschen hoch angesetzt. Ja, meine Damen und Herren, und Sie haben das wahrscheinlich alle gesehen, was ich nicht gesehen habe, dass nämlich Uli Hoeneß dieses Tor geschossen hat. Ich sah nur Müller plötzlich da vom Torwart wegspringen, jubelnd, weil ich wirklich mich einen Moment hier um andere, nämlich um übertragungstechnische Dinge zu kümmern hatte. Und das zweite, noch typischere Müller-Tor, das ich Ihnen da gesagt habe, schoss also Uli Hoeneß, ebenfalls Bayern München. Aha, und ich bekomme gerade von unserer Regie unten, dass dieses völlig überraschende Tor, das nach einem Fehler von Rodakov fiel, auch in der Kamera offensichtlich nicht mehr richtig zu sehen war. Also verzeihen Sie unseren Irrtum, unsere Überraschung. Das 2:0 schoss also Uli Hoeneß, ihm gebührt die Ehre, dieses Tor erzielt zu haben.
Kürsilava. Istomin, der jetzt offensiver wird. Aber die Sowjets sind jetzt sichtlich konsterniert. Müller, nein, kein Abseits. Hoeneß, ist das die Möglichkeit? Ja, das war nun wirklich das 3:0, das da fällig war, vergeben. Und Kosinkiewicz, den offensichtlich bei diesem Dribbling der Mut verlassen hat, als er zwei deutsche Abwehrspieler gegen sich stehen sah. Heinkes. Ui. Ja, ich weiß nicht, ob die Sowjets wirklich mit so viel Jokern im Ärmel spielen, ob sie ihre Karten wirklich so wenig aufdecken wollen in diesem Freundschaftsspiel. Aber das, was sie jetzt bieten, ist wirklich nicht übermäßig viel. Unsicherheiten in der Abwehr, wenig Schwung und Elan. Wenig gutes Spiel in der Abwehr. Vielleicht ist dies eine der Trumpfkarten der Sowjets. Das ist mit der Nummer 13 Muntjan von Dynamo Kiew, einer der besten Mittelfeldspieler der Sowjetunion, der bis jetzt draußen saß und jetzt eingewechselt wird. Ich nehme an, dass Konkov das Spielfeld verlassen hat. Aber die deutsche Mannschaft greift an. Ja, ich hatte es also richtig gesehen. Konkov aus Donetsk ist gegangen und Muntjan von Dynamo Kiew ist jetzt im Spiel. Und damit haben wir die komplette... Und jetzt das Anschlusstor. Nein, das gibt es nicht. Ich wollte gerade sagen, und damit haben wir die komplette... Mittelfeldreihe von Dynamo Kiew, als die Sowjets gerade diese riesige Chance zum Anschlusstor vergeben haben. Eckball Nummer 7 für die Sowjetunion. Da haben Sie Muntjan, den eben ins Spiel gekommenen Mann von Dynamo Kiew. Istomin, Kolotow, Endstation Franz Beckenbauer. Na, Müller? Netzer. Ja, ich muss sagen, das, was die deutsche Mannschaft da eben vorexerziert hat, das war wirklich schöner Fußball. Und das war am Hackentrick von Gerd Müller, haben Sie es wohl am besten gesehen. Das war wirklich Freundschaftsspiel im besten Sinne. Man will etwas bieten, man will etwas zeigen und dabei natürlich das Tore schießen nicht vergessen. Und ich glaube, das 2:0 entspricht dem Spielverlauf bisher absolut. Troschkin bekommt da natürlich einen Freistoß zugesprochen, den Georgiouavili ausführt. Baniszewski keine Chance, an den Ball zu kommen. Thank you.
Zuschauer bügelt das aus. Ja, es war gut gedacht, aber da stand die sowjetische Abwehr zu eng. Kopejkin. Ja, und auch die Schüsse aus der zweiten Reihe sind nicht gerade hinreißend. Natürlich wird dieses Spiel auch in die Sowjetunion übertragen, auch in die DDR übrigens, nach Polen, nach Bulgarien, nach Jugoslawien, nach Österreich, nach Tunesien. Wir haben also heute schon ein internationales und ein großes Publikum hier in München zu Gast bei der Premiere des Olympiastadions anlässlich dieses Länderspiels. Kein Abseits! Aber ein bisschen zu steil und Rudakov hat aufgepasst. Schön gemacht. Das war ein Geschenk, wie man es wirklich nicht alle Tage passiert. Und ich glaube, jetzt darf ich es wirklich mit Berechtigung sagen, ein geradezu hundertprozentig typisches Müller-Tor, der diesen Rückpass förmlich erahnt, hineinsprintet. Und das 3:0 für die deutsche Mannschaft erzielt. Ich bekomme hier eben von einem Kollegen einen Zettel gereicht, Sonnin, der zweite russische Trainer, von dem man sagt, er sei der kommende Mann, er werde auch die Olympiamannschaft hier in München betreuen, sagte in der Pause, diese Mannschaft, ich möchte dabei niemanden besonders hervorheben, spielt einen wirklich ausgezeichneten Fußball. Und er meint damit die deutsche Mannschaft und ich glaube, Sie alle werden ihm recht geben. Istomi. Kursilava, der Kapitän. Noch einmal Istomin. Aber sofort dicht zusammengezogen, auch die Abwehr der deutschen Mannschaft, die natürlich gerne zu Null spielen will. Wer will es ihr verübeln? Muntjan, Troschkin. Aber auch das sah in der Kamera, glaube ich, viel weniger weit über das Tor aus, als es tatsächlich war. Ich würde doch sagen, gute 2 Meter zischte der Ball da drüber weg. Es wird übrigens mit diesem kunststoffbeschichteten Ball gespielt und er hat gehalten, was man sich von ihm versprochen hat, dass er das Spiel nämlich schnell macht und nicht etwa bremst. Hoeneß. Noch einmal. Müller. Nein, da kommt er nicht mehr. Kolotow. Troschkin. Kosinkiewicz. Der Linksaußen der Sowjets, von dem man wirklich ein bisschen mehr erwartet. Ebenso wie von Baniszewski, der da vergeblich eben nach dem Ball spurtete. Baniszewski ist bei Schwarzenbeck wirklich in besten Händen. Heinkes, Netzer. Schön gemacht und Tor.
wen soll ich Ihnen jetzt als Schützen des 4:0 nennen? Es war ganz zweifellos Günter Netzers Tor. Und es war Müllers Instinkt, wieder einmal an die richtige Stelle zu laufen, nämlich dorthin, wo der Ball vielleicht noch einmal erreichbar sein würde. Es ist schön, dass man auch hier in der Stadionregie offenbar uneins ist, denn auf der Tafel erscheint noch kein Torschütze. Ja, also ich würde dieses Tor doch zumindest halbieren. 4:0 also in der 65. Spielminute. Und das ist für die zweite Halbzeit und für die erste dazu, glaube ich, doch eine ganz stattliche Ausbeute. Dieses 4:0 ist allerdings jetzt, meine ich, doch um ein Tor zu hoch. Aber es ist ganz erstaunlich, welche Parallelen sich aufzeichnen hier zum Europapokalspiel von Dynamo Moskau. Die Abwehrschwächen der Sowjets, denen man eine so stabile Abwehr nachrühmt, sind doch ganz erstaunlich und ganz eklatant. Was Sie nicht sehen können, Matvejenko, auch er von Dynamo Kiew mit der Nummer 14. Jetzt haben Sie ihn im Bild, hat sich eben warm gelaufen, ist ins Spiel genommen worden. Und hier bringt Trainer Helmut Schön offenbar Kleff, den Torhüter von Borussia Mönchengladbach. Ishtomin also aus dem Spiel genommen, Matschewenko mit der Nummer 14 drin. Muntian. Eckball Nummer 8 für die Sowjetunion. Bin gespannt, ob die Hereinnahme zweier neuer Spieler dieser Begegnung noch ein bisschen mehr Farbe gibt, das Gewicht noch ein bisschen zugunsten der Gäste verschieben kann. Oh! Ja, das war schon großartig. Ein herrlicher Schuss von Chursilava. Glück für Sepp Maier und dann aber auch wieder eine großartige Reaktion des deutschen Torhüters. Heinkes, der immer stärker wird. Abramov und Joshua Willi stoppen ihn. Muntian, Kopejkin und Baniszewski wenigstens zwei Schritte zu spät. Und da wird der erwartete Austausch vorgenommen. Sepp Maier legt Kleff den Ball noch hin zum Abstoß. Großer Applaus für den Münchner Bayern-Keeper. Und hier haben Sie Kleff, dem jungen Mann, dem Helmut Schön, natürlich bei diesem Spielstand die Chance gibt, hier in diesem Spiel zwischen die Pfosten zu gehen. Und ich glaube, dieser Applaus gilt nicht nur dem Seppe Maier, sondern auch dem, der jetzt für ihn zwischen den Pfosten stehen muss. Troschkin. Matjewenko. Troschkin.
Und ich sehe Erich Deuser das Spielfeld entlang spurten. Hinüber zu Paul Breitner, der sich jetzt auf den Rücken legt, der sich offensichtlich verletzt hat. Und Bella wird aufgefordert, sich warm zu laufen. Kolotow, Kopejkin scheitert wie so oft. Netzer und halb links bieten sich drei Mann an. Hoeneß. Noch immer wird Breitner behandelt neben dem deutschen Tor. Möglichkeit und Rodakov. Ich muss gestehen, meine Damen und Herren, ich rätsele immer noch ein bisschen daran herum, ist das jetzt die Sowjetunion, die uns auch als Gegner bei der Europameisterschaft erwartet, oder spielen sie wirklich mit ganz weit verdeckten Karten hier in München? Denn die Überlegenheit der deutschen Mannschaft, die in der ersten Halbzeit schon vorhanden war, aber sich nicht zahlenmäßig ausdrückte, ist jetzt doch ganz offensichtlich geworden. Und auch mit 4 Toren dokumentiert. Baniszewski. Und da ist der Anschlusstreffer. Beckenbauer schimpft, ich glaube, mit einigem Recht. Vier zu eins also nur noch. Und ich glaube, es war Kolotow, der Mann mit der Nummer 6, der in diesen Querpass vor das deutsche Tor hineingesportet ist. Ja, Kolotow also, der bisher das Ehrentor für seine Mannschaft erzielen konnte, nachdem Baniszewski sich einmal aus der Mitte gelöst hatte, nach außen ging und den Ball hereinbrachte. Die deutsche Abwehr sah dabei auch nicht allzu gut aus, aber umgekehrt die russische ja auch nicht bei einigen Toren unserer Mannschaft. Bonhoff, Netzer, ja, Schiedsrichter hat schon gepfiffen. Netzer, der doch so einiges einstecken und aushalten muss. Vorteil, Netzer. Fast hätte das geklappt. Und Paul Breitner, ja, ist wieder auf dem Spielfeld. Wie so oft hat Erich Deusers Behandlung gewirkt. Ja, und ich verstehe Torhüter Rudakov, dass er schimpft. Wenn man einen Mann wie Hoeneß so frei zum Schuss kommen lässt, aus dieser kurzen Distanz, wie das eben geschah. Verteidiger Dotschuavili. Silava. Munzian. Baniszewski.
und Beckenbauer. Die Pfiffe gelten mit Sicherheit jetzt dem Linienrichter, nicht etwa diesem Pass von Franz Beckenbauer, der da nicht mehr ganz an den Mann kam. Munzian. Das war wirklich der erste schöne Schuss aus der zweiten Reihe, wenn man von dem Lattentreffer einmal absieht. Und die erste bestandene Bewährungsprobe für Kleff. Spieler, mit Ausnahme von Torhüter Kleff, natürlich jetzt in der Hälfte der Sowjets. Die Möglichkeit zum Konter verstolpert Kosienkiewicz, behindert vom eigenen Mitspieler selbst. Wimmer, Müller, Heinkes, Netzer. Wieder Heinkes, der sehr stark spielt. Hoeneß. Das war wirklich unnötig, das war ein ziemlich harter Rempler, das hat wehgetan. Erich Deuser hat sich schon wieder von der Bank erhoben, aber kehrt befriedigt um, als er sieht, dass Jupp Heynckes wieder aufsteht. Torentfernung bei diesem Freistoß, 25 Meter etwa, natürlich Netzer am Ball. Müller, Hoeneß und Heinkes im Strafraum der Sowjets. Und da fehlten ein paar Meter. Troschkin, der viel arbeitet, der eine Mängelkondition hat. Sagen auch Brunhoff entledigt sich seiner Aufgabe gegen Kosinkiewicz bisher doch ganz beachtlich. Noch gut 10 Minuten sind hier zu spielen im Münchner Olympiastadion. 4:1 führt die deutsche Mannschaft gegen die Sowjetunion, die angreift. Und wie so oft abgeblockt wird. Schon einen gewaltig langen Schritt der Netzer. Und Hoeneß ist auch schnell, wenn es sein muss. Bonhoff. Joshua Willi. Troschkin schon mit Anzeichen der Resignation. Kremers.
Kosinkiewicz. Beckenbauer, der sich diesen Sonderapplaus redlich verdient. Troschkin. Matjewenko. Kapitän Kursilava. Noch einmal. Und Baniszewski, Kleff. Schön gemacht von Kleff. Natürlich gepfiffen. Und was zuerst so sehr nach Abseits aussah, war keins, denn Sie sahen es dann, glaube ich, noch, Paul Breitner stand hinter seinem Torwart auf der Linie. Die gelbe Karte bekam da Troschkin gezeigt, der Mann mit der Nummer 7 im sowjetischen Team, der Mann von Dynamo Kiew. Die beiden Bayern da gezeigt haben, war eben doch ein bisschen zu eng. Aber was soll's, wenn man 4:1 führt, kann man so etwas durchaus einmal riskieren. Baniszewski, der jetzt in den letzten 20 Minuten doch stärker wird. Eckball Nummer 10 nach dieser Abwehr von Breitner gegen Kopiejkin. Kosinkiewicz ist hinausgelaufen. Troschkin. Kursilava. Ja, er hat schon einen harten Schuss. Der Mann aus Tiflis, der Kapitän der Sowjets. Schwarzenbeck wird dort unten behandelt. Er hat sich eben beim Einsatz gegen Baniszewski verletzt, wehgetan. Aber er gehört zu denen, die allerhand vertragen können. Abramov hat Schiedsrichter Marquez nicht gepfiffen. Und wieder Baniszewski auf den Flügel. Ja, wenn man solche Chancen auslässt wie Kopiejkin eben, dann ist es beinahe selbstverständlich, dass man ziemlich klar und deutlich unterliegt. Und Kleff führt sich hier in München wirklich gut ein. Kommt Breitner wieder mit nach vorne. Netzer, Wimmer.
massierte Abwehr wieder. Jetzt, da soll jetzt nur drei Mann in der Nähe der Mittellinie. Und jetzt erst orientieren sie sich langsam mit Troschkin und Kolotow nach vorne. Muntjan. Ja, und es sieht doch vieles sehr, sehr harmlos aus, was die Sowjets da machen. Netzer. Und der Schiedsrichter ließ weiterspielen, ließ Vorteil gelten. Und das führt zu diesem 9. Eckball für die deutsche Mannschaft. Kremers. Und Ecke Nummer 10. Gut drei Minuten haben wir hier noch zu spielen. Und das 5:1 Torschütze Jupp Heynckes von Borussia Mönchengladbach. In der 86. oder 87. Spielminute. Und dieses Tor wird nicht gegeben. Ja, fragen Sie mich jetzt bitte nicht, warum und weshalb. Sollte Heynckes im Abseits gewesen sein, sollte da ein Foul gewesen sein. Ich habe es weder auf unserem Monitor noch unten auf dem für uns wirklich sehr, sehr weit entfernten Spielfeld erkennen können. Also nach wie vor der Spielstand 4:1. Dieser Treffer eben wurde von Schiedsrichter Marquez aus Brasilien annulliert. Bonhof. Vielleicht geht noch was. Netzer. Bonhof. Eckball Nummer 11. Schön gemacht. Kremers, Müller. Kursilava war höher gesprungen und damit ist das Dutzend an Eckstößen für die deutsche Mannschaft voll geworden. 10 haben die Sowjets erzielt. Ja, da entscheidet der Schiedsrichter auf Freistoß gegen Uli Hoeneß. Greift zur Karte. Und zeigt sie Gerd Müller. Und das natürlich gefällt hier niemandem. Kein Abseits, deutet der Schiedsrichter an. Doch. Doch, natürlich. Die ganze deutsche Abwehr war stehen geblieben. Sie hatte gesehen, dass da keine Gefahr mehr bestand. Ärger bei den Sowjets. Wer will sie ihnen verüben? Joshua Willi. Muntjan, Kolotow, Kosinkiewicz, und Bonhof, der klärt. Die Stadionuhr zeigt an, dass die reguläre Spielzeit hier schon überschritten ist. Und ich glaube, es ist Zeit, während die letzten Szenen hier über den Rasen laufen. Aber Gerd Müller noch einmal mit einer Chance. Der Abpraller bei Heynckes.
Ja, und das war eine wunderschöne Aktion, ein herrlicher Schuss von Jupp Heynckes. Der vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit eine großartige Partie geliefert hat. Dennoch, ich glaube, man kann jetzt schon Bilanz ziehen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein, wie soll ich sagen, dem Anlass entsprechendes, ein hervorragendes Länderspiel gezeigt. Sie zeigt es noch immer in diesen letzten Sekunden. Ich weiß nicht, warum Schiedsrichter Marquez relativ lange Zeit nachspielen lässt. Und da kommt der Abpfiff. Kompliment der Mannschaft, die Helmut Schön hervorragend eingestellt hat, hervorragend fit gehabt hat hier im richtigen Moment, um dieses Eröffnungsspiel wirklich so über den olympischen Rasen zu bringen, wie wir uns alle das gewünscht haben. Und ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Ein bisschen enttäuscht, zweifellos, ich glaube auch Sie von der sowjetischen Mannschaft, die offenbar doch mit sehr verdeckten Karten gespielt hat, um nicht zu viel von dem zu zeigen, was möglicherweise doch mehr in ihr steckt. Mit Toren von Gerd Müller, Hoeneß, Müller und Netzer bei einem Gegentreffer von Kolotow, also 4:1 Sieg über die Sowjetunion. Damit ist auch die Bilanz unserer Länderspiele gegen die Sowjetunion, wenn wir graue Vorzeitergebnisse gegen Russland außer Acht lassen, ausgeglichen. Die Mannschaften verlassen den Rasen, gehen in die Kabinen, die, ich habe sie mir angesehen, sehr gut ausgestattet sind, sehr komfortabel sind. Und ich darf Ihnen sagen, es war ein schöner Abend hier in München. Das Wetter hat zumindest so weit gehalten, dass es nicht geregnet hat. Das Olympiastadion hat seine erste große Belastungsprobe hinter sich und hat sie, wie ich meine, auch bestanden. Ich kann zu wenig sagen, weil ich einfach keinen Überblick von hier aus habe, darüber, wie der Anmarsch geklappt hat. Ich sehe aber jetzt, dass die Ränge sich doch relativ sehr schnell entleeren, dass die 80.000 hier also offenbar das Stadion schnell verlassen können, und das spricht immerhin für die Konstrukteure. Wir haben hier einen kleinen Hauch von Olympia vorweggenommen heute. Das Flutlicht wird jetzt abgedunkelt und das ist auch für uns das Zeichen, Schluss zu machen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen ebenso viel Spaß gemacht, dabei zu sein, wie es uns gemacht hat. Ich sage auf Wiedersehen und gute Nacht.